Hallo Leute, hier ein kleines Video vom Oster-Special-Event mit den Zaubereiern. Ich habe zwar 4 Stunden gefarmt, 3 Stunden, und wollte einfach mal zeigen, dass man die Oster-Zaubereier auch ganz, ganz leicht farmen kann. Ich wollte jetzt einfach nur ein kurzes Video machen, keinen Screenshot, damit nicht heißt, du hast die Dinger kopiert oder so, oder bearbeitet oder so. Also ganz normale Zaubereier, die man aus den Ostermädchen gekriegt hat. Es gibt ja verschiedene Level, 10, 20, 30, 40, 50, ich glaube, es geht sogar bis 90 oder 95, nee, 90 glaube ich. Und 90er und ab 50 ist es schon schwer, die zu kloppen. Und viele sagen, wo kann man die kriegen? Man kriegt sie nur da und da, die sind zu schwer. Ich habe sie ganz normal gefarmt im OT, Orktal, Mitte. Bin da die CHs durchgegangen, bin im Kreis gelaufen, hab meine Mädchen des Schattens gekloppt. Manche sagen, OT, zu voll oder so. Die sind andererseits gar nicht voll, weil da meistens nur Leute sind, die wollen da die Orks kloppen und wollen dann leveln. Was voll ist, ist immer Map 2, weil da die ganzen Agro-Farmer sind, die Anfangsspieler, und deswegen kannst du Map 2 in der Sonne kloppen. Im Hard sind ganz viele Hacker, oder überall sind eigentlich Hacker, vor allem Map 2, die dann auch Bots und irgendwie die Sachen drin haben, wo die Sachen von euch auch selber aufsammeln können, und darauf hab ich einfach keinen Bock. Und jetzt habe ich mir gedacht, machst du ein kleines Video über das Dingen mit den Osterzaubereiern. Manche sagen, ist ja nur ein Invar voll, ich habe mehr gefahren. In meinen Augen reicht das, weil das sind insgesamt 42 Zaubereier. Und ja, wenn man alle dreimal öffnet, weil man ja alle dreimal öffnen kann, ist es einfach viel einfacher. Wenn du 42 mal dreimal öffnet, dann hast du 126 Stück. Das sind 126 Items, die da rauskommen könnten. Konzentriertes Lesen, blaue Perle oder rote Perle, glaube ich, kommen da raus. Hätte ja auch ein Reittier noch drin sein können, aber gut, besser geht's nicht. Und ja, Map 2 will ich nie farmen gehen. Ich gehe momentan immer OT farmen, Ostereier farmen. Und wenn ich so farmen gehe, gehe ich die Wüste, 40er-Mädchen kloppen. Andere sagen, Map 2 kann man besser farmen, oder ich finde 40er am leichtesten, weil man da erstens gut XP kriegt, man kriegt ja auch andere Drops raus. Und da ist keiner, da ist kein anderer Spieler, kaum ein anderer, der da auffarmt. Und da kriegt man Seelensteine raus, und ich finde da recht okay. Und ja, mehr wollte ich euch eigentlich gar nicht sagen. Ich wollte jetzt nur ein kleines Video für euch machen und sehen könnt, wo ich die Dinger her habt. Also wie gesagt, im OT. Alles klar. Haut rein, Leute. Ciao.